Willkommen zu einem weiteren Video zum Leiterplattenentwurf mit Eagle. Um Zeit zu sparen, habe ich Eagle bereits geöffnet. Sie klicken hier einfach Doppelklick auf das Eagle-Symbol und damit wird eine Oberfläche für Sie sichtbar, das sogenannte Control Panel. Hier oben die Versionsnummer und für uns wichtig sind jetzt eigentlich nur die folgenden Zeilen, die folgenden Bezeichnungen hier. Wir brauchen als erstes einmal hier die Projekte. Wir brauchen die Bibliotheken. Diese beiden werden wir brauchen. Das erste, was wir tun, ist, wir werden hier in diesem Ordner Eagle, hier ist es bei Ihnen wahrscheinlich leer, wenn Sie es noch nicht benutzt haben, ich habe es schon einige benutzt, wir werden bei Eagle, rechte Maustaste, ein neues Projekt anlegen. Und dieses neue Projekt, das taufen wir BIC12LF1572. Das ist also unser Mikroprozessor. Und wenn wir jetzt noch unsere Beschreibung editieren, na, dann können wir hineinschreiben, was wollen wir machen. Wir wollen also ein Breakout-Board herstellen. So, jetzt sehen wir hier BIC12 Breakout-Board. Ja. Der grüne Knopf sagt an, dass das Projekt geöffnet ist und aktiv ist. So, und in diesem Projekt selbst legen wir jetzt weitere Files an. Das ist als erstes einmal der Schaltplan. So, jetzt öffnet sich hier ein Schaltplan, hier werden wir dann befüllen und diesen Schaltplan, den speichern wir jetzt, speichern runter und den taufen wir gleich BIC12LF1572, die Schaltplandatei speichern. Jetzt können wir uns, wenn wir hier oben auf Sheet und Board drücken, also das erste Button hier in der Menüleiste hier oben, dann erstellt uns Eagle gleich den entsprechenden, das entsprechende Layout dazu, vom Schaltplan erzeugen, ja. So, das haben wir jetzt ebenfalls hier, speichern das Ganze ab und sehen hier also bereits zwei Dateien, die dazugekommen sind. Jetzt brauchen wir noch eine dritte Datei. Das ist eine Bibliothek. Die können Sie anlegen, müssen Sie nicht anlegen. Ich lege dies an, weil ich hier alle meine Bauelemente reinfüge, die ich adaptiert habe, damit mein Entwurf für meine Leiterplattenkontur-Fräsmaschine entsprechend passt. So, Datei speichern unter. Hier auch wieder BIC12LF1572. Es ist eine Library. Speichern wir das Ganze ab. Und jetzt haben wir es hier. Das heißt also, wir sehen genau diese drei Files und die brauchen wir, damit wir weiter tun können. So, damit haben wir mal unser grundlegendes Eagle hergerichtet und im nächsten Video werden wir dann beginnen, die Bauelemente zu adaptieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.